Ach, ich bin schon da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zu dieser späten Stunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte eben schon die ganze Zeit mal kurz hier reingehen an diesem Tag. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich habe ja immer irgendwelche technischen Probleme. Ach ja, Leute, wisst ihr, ich wollte mich bei euch bedanken. Ich brauche euch manchmal, weil geteiltes Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ihr müsst euch vorstellen, man hat es täglich mit so vielen Irren zu tun, so vielen Irren hier im Internet. Und wenn ich dann hier in diesen Livestream komme und euch sehe, zumindest die meisten, es kommen auch manchmal ein paar Trolls rein, dann ist es einfach so, dann sagt man sich, endlich mal wieder normale Leute. Ja? Und was den Islam angeht, liebe Geschwister, was den Islam angeht, so ist es so, dass die einfachsten Informationen meistens die wichtigsten sind. Denn Allah hat diese Religion leicht gemacht. Und die leichtesten Informationen sind die wichtigsten. Und die muss man immer, immer, immer wiederholen. Ja? Immer wieder muss man sie wiederholen. Ihr müsst euch vorstellen, heute auf Facebook habe ich wieder einen Kommentar gelesen. Dieser Kommentar hat es mir wieder gegeben. Dieser Kommentar hat es mir wieder gegeben. Mein Video über Weihnachten, wie man sich dort verhalten soll. Und ehrlich gesagt, so wie ich das Video in Erinnerung habe, ist ja 10 Jahre alt, aber jedes Jahr können wir das Video ausgraben, einsetzen. Ja? Oder sogar 11 Jahre. Auf jeden Fall. Dann schreibt dann einer, ein Nicht-Muslim, schreibt, ich war mit einer Muslimin verheiratet. Also, ich war mit einer Muslimin verheiratet und sie hat auch Weihnachten gefeiert und ihre Familie hat auch Weihnachten gefeiert. Und wenn die das hören würden, was du hier erzählst, sie würden sagen, dass du sie nicht mehr alle hast. Ach. Es gibt einfach Kommentare, wo man denkt, wie kann man eigentlich so doof sein? Wie kann man als ein Mensch im Jahre 2000, okay, 2021 so bescheuert sein, dass man glaubt, dass das Wissen über die Religion vererbt wird. Ich meine, wenn dein Vater Geschichtslehrer war, kommst du ja auch nicht als Baby auf die Welt und kennst dich mit Geschichte aus. Oder bist auf einmal Mathematiker, weil dein Vater Mathelehrer ist oder Matheprofessor. Ja, du wirst wahrscheinlich ein Talent dafür haben. Ja, wahrscheinlich kann dein Vater dir das auch gut beibringen. Aber was hat das zu sagen? Gar nichts. Und wenn ich dann höre, ich war mit einer Muslimin verheiratet. Erstmal, eine Muslimin darf nicht mit einem Nicht-Muslim verheiratet sein. So, dabei wissen wir schon Bescheid. Aber da denkt sich jemand, der im Jahre 2021 lebt, weil die Familie, mit der ich zu tun hatte, das er nicht gemacht hat, und die kommen aus irgendeinem islamischen Land, hat er nicht genannt, woher, muss das ja richtig sein. Da kann der Deutsche ja gar nicht Bescheid wissen. Wie kann man eigentlich so bekloppt sein? Also das heißt, Wissen wird vererbt. Ja? Es ist der helle Wahnsinn. Und leider gibt es auch Muslime, die so denken. So. Und hier, Leute, komme ich zu einem, deswegen komme ich darauf auch, eine einfache Botschaft. Inna akramukum inda Allahi atqakum, sagt Allah. Wahrlich, der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Eine ganz einfache Sache. Und dieser Vers ist so wichtig für uns, liebe Geschwister. Gerade wo wir hier in Deutschland leben. Türken, Afghanen, Marokkaner, Libanesen, Palästinenser, Iraner. Alle möglichen Nationen leben zusammen auf diesem Boot namens Deutschland als Muslime. Und wie viel Rassismus gibt es leider unter Muslimen? Wie viele Vorurteile gibt es leider unter Muslimen? Und wie oft führt das zur Spaltung und wie oft führt das zur Schwächung, obwohl wir eigentlich die sein müssten, die zusammenhalten? Innamal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. So, Yusri.
Ich versuche das Beten zu lernen, ich schaffe es nicht. Doch, du schaffst es, hundertprozentig. Warum schaffst du es nicht? Pass auf, ich gebe dir einen Ratschlag. Ja? Ich habe ein Video Gebet lernen und dann habe ich Tipps, wie man einfach die Gebettexte lernen kann. Da kannst du runterscrollen, dann findest du das sogar hier auf der Seite. Du schreibst dir die Gebetstexte auf einen Zettel, ja, in lateinischen Buchstaben und legst die während dem Gebet zum Beispiel auf einen Hocker drauf, sodass du sie ablesen kannst. Mit großen Buchstaben. Du schreibst erstmal nur das Notwendigste und dann stellst du im Gebet und machst das. Oder du nimmst jemanden dazu, der dir helfen kann. Ich kenne keinen einzigen, der es nicht geschafft hat. Wenn du hier schreiben kannst, kannst du auch das Beten lernen und glaub es mir. Heute noch eine konvertierte Muslimin hat das zugeschickt bekommen und die hat, ich hoffe, heute angefangen. Was haben wir hier noch? Gehe ich mal runter. Kefe Kalukum. Du hast dich bestimmt den Buchstaben verschrieben. Kefe Kalukum, ja. Genau, das Imperium schlägt zurück. So sieht's aus. Das Imperium schlägt zurück. Wie lange schläfst du, sag ich dir nicht. Geht dich nichts an, Junge. Ich küsse deine Augen. Okay. Ich habe gehört, dass diese Gemeinschaft von Al und Bidda ist, aber ich habe selber keine Erfahrung mit denen gemacht. Wir haben das mit den Spenden, habe ich gestern schon ein Video zu gemacht, ist vorbei. Das Geld ist gestern zusammengekommen. Da habe ich gestern ein Video zu gemacht, ich habe das später wieder gelöscht, habe kurz die Ansage gemacht, dass das Geld zusammengekommen. Guck mal, Leute, immer, ich möchte euch mal einen anderen Aspekt geben, was diese Feste angeht, der nicht Muslim. Okay, ich möchte euch mal einen anderen Aspekt mitgeben. Schaut mal. Der Prophet alaihissalat wassalam, der Prophet alaihissalat wassalam, hat uns zum Beispiel gesagt, unterscheidet euch von den Muschrikun. Macht den Schnurrbart kurz, lasst den Bart lang wachsen. Als Beispiel. In der Kleidung, in vielen Dingen vom alltäglichen Leben hat er uns gesagt, wir sollen uns davon unterscheiden. Wie ist es dann erst in Sachen, die mit ihren Bräuchen zu tun haben, die wir nie gefeiert haben? Was verlieren wir? Was verlieren wir, wenn wir Silvester nicht feiern? Was verlieren wir? Was verlieren, jetzt aus der Perspektive, was verlieren wir, wenn wir Weihnachten nicht feiern? Was verlieren wir, wenn wir einen Weihnachtsbaum nicht aufstellen? Was? Nichts. Gratulation, es ist eine einfache Angelegenheit. Jemand sagt, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Sagt er. Das ist nett gemeint von dir, aber ich feiere keinen Wein, aber ich wünsche dir ein schönes Leben. Pum, das war's. Oh, ist nett gemeint von dir, aber ich feiere keinen Weihnachten. Aber ist nett gemeint von dir. Ich wünsche dir nicht nur, ich wünsche dir ein frohes Leben. Und damit beabsichtigst du, dass du ihm wünschst, dass er den Islam annimmt, weil da wird er ein frohes Leben. Was ist schwer daran? Was ist schwer daran? Aber was hast du ihm direkt rübergegeben? Ich feiere keinen Weihnachten. Problem? Tolerant. So, und da, hier muss man auch die Realität sehen. Wir haben nicht gesagt, wir haben euch nicht aufgerufen, geht in die Gärten und reißt ihnen das Lamella und die Lampen aus den Garten und zerstört die Weihnachtsmänner. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Und nochmal, der Prophet a.s. hat in so vielen Sachen gesagt, wir sollen uns unterscheiden. Er hat gesagt, guck mal, die Juden beten nicht in Schuhen, so betet in Schuhen. Das war allerdings kein Befehl im Sinne von, dass man das machen muss, sondern im Sinne von, dass das erlaubt ist, in Schuhen zu beten. Und das war, wie es damals im Allgemeinen gemacht wurde.
man könnte sogar so weit gehen, dass das Sunna ist, in den Schuhen bzw. Fußbedeckung zu beten. So, das heißt, in solchen Sachen wurde sich schon unterschieden. Wie ist es dann erst mit Bräuchen? Und wie ist dann erst mit Bräuchen, die auf religiöse Bräuche zurückgehen? Leute, ich bitte euch. Und wie gesagt, was hat man dadurch verloren? Ein Muslim nur mit Ahlul Kitab, aber Ammen BHI, Ammen BHI, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Guck mal, Silvester, ganze Familie kommt und wir essen. Warum ausgerechnet an diesem Tag? Warum ausgerechnet an diesem Tag? Ja, da muss man vorsichtig sein. Esse ich einfach nur, weil ich an dem Tag essen will? Weil zum Beispiel, nehmen wir mal, Silvester wäre jetzt an einem Tag gewesen, weil man hat am nächsten Tag Neujahr und man kann sich sonst nicht treffen und es ist einfach leichter, sich an dem Tag zu treffen. Ohne ja, frohes neues Jahr und Bräuche knallen, ja, die bösen Geister des alten Jahres verjagen. Daher kommt das mit dem Knallen. Ja, man sollte von solchen Sachen vom Herzen her schon, sollte man dann von Abstand nehmen. Guck mal, ich komme aus einer komplett deutschen Familie, also von meiner Seite aus, von meiner Familie, von meiner Frau, ihrer Seite aus natürlich marokkanisch. Warum habe ich damit keine Probleme? Weil ich einfach konsequent bin. Guck mal, Bruder, ich bin jemand, ich rede nicht gerne über Verbote. Ja. Natürlich, wenn man das macht, an Silvester mit. Ja, das ist extrem fragwürdige Sache. So, und da werden die garantiert, da werden die garantiert die rechtschaffen Gelehrten sagen, Haram. Okay? Ja. Die Sache ist auch noch dazu Umweltverschmutzung. Es ist doch sagenhaft. Guck mal, Leute. Wir reden in Deutschland immer von Umweltschutz, Klimawandel, nicht nur hier, auf der ganzen Welt. Und dann einmal im Jahr, oder sagen wir zweimal im Jahr, kommt die komplette Sauerei. Ich frage mich, wo die ganzen Umweltaktivisten sind. Ja, Schwester, Silvester geht ursprünglich, wie gesagt, ich habe gerade das schon mit diesen Silvesterknallen gesagt. Ich habe gesagt, dass das auch nicht von Muslimen gefeiert wurde. Und ursprünglich geht das auf einen christlichen Geistlichen zurück, dieses Fest, das zu seinen Ehren gemacht, so genannt wurde. Inshallah, ich hoffe, dass mit der Heiratsvermittlung bald geht. Bruder. Okay. Ja, das ist nicht. Komm nach Aachen, da warst du erst letzte Woche. Kommst du mal nach Wien? Keine Ahnung. Guck mal, woher kommen dann die anderen Meinungen von Muslimen zum Thema Weihnachten mitfeiern? Bist du ein Muslim oder nicht Muslim? Erstmal Leute, die einfach nur Quatsch erzählen. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die Wissen haben von der Religion, die dann irgendwie versuchen, etwas sich aus dem Hut zu zaubern. Ja? Zum Beispiel, ja, freundlich sein, wir sind eine Religion der Mitte, nicht radikal. Da ist überhaupt gar kein Argument. Ich habe letztens eine Fatwa gehört von einem Gelehrten, der darüber gesprochen hat, der da seinen Quatsch erzählt hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, politisch motivierte Fatwa.
ein Gelehrter in den Händen von dem Führer in seinem Land, der, weil in seinem Land viele Christen wohnen, gerne Friede, Freude, Eierkuchen haben will und weil sie Furcht haben. So, man muss nur ein bisschen weise sein, wie man es rüberbringt. Ja? Ja, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Was? Spuckst du ihm ins Gesicht? Natürlich nicht. Was sagst du? Frohe Weihnachten. Scheitanfest. So, versteht ihr, was ich meine? So. Oder man sagt das so, wie ich es eben gesagt habe. Sehr nett von der Gemeinde, aber ich feiere doch kein Weihnachten. Ich glaube nicht, dass Gott an dem Tag geboren wurde. Wie, da ist doch nicht Gott geboren, der Sohn Gottes. Sohn Gottes, laut deiner Religion ist Jesus Gott. Geh mal googeln. Sind wir direkt im Dauergespräch drin? Ja, ich glaube nicht, dass Gott einen Sohn hat. Bumm, hast du direkt Dauer mit dem Wort? Das glaube ich nicht, das glaubt ihr. Das ist nette Art und Weise. Aber das ist zu sagen, ja, ich auch, ja, und noch mitmachen? Leute, ich bitte euch, ich bitte, das ist nicht richtig. So, und wie gesagt, es wurde darauf berufen, genau, die Argumentation war, ja, wir sind keine radikale Religion, wir sind eine. Was hat das mit radikal zu tun? Was hat das mit radikal zu tun? Guck mal, wenn ich nach diesem Maßstab gebe, kann ich ja alles, was bei uns in der Religion ist, negieren. Ja, Schweinefleisch essen, dürft ihr Schweinefleisch essen? Nein, wir sind keine radikale Religion. La ikraha fi din gibt keinen Zwang im Glauben. Hijab, wir sind keine radikale Religion. Fünfmal am Tag beten, morgens aufstehen, wenn man arbeiten muss. Wir sind keine radikale Religion. Fasten bis 21 Uhr im Sommer. Wir sind keine radikale. Da kann ich ja theoretisch alles in der Religion auf den Kopf stellen. Dann kannst du dir ja demnächst so ein Kreuz anziehen und sagen, ja, wir sind keine radikale Religion. Es ist kein Argument. Wenn sie zu dir frohes neues Jahr sagen, danke, dass du so nett zu mir bist. Ich wünsche dir frohes Leben. Guck mal, wir müssen uns eine Sache merken. Die ist ganz wichtig. Guck mal, ich sage immer, die einfachen Informationen sind die wichtigsten. Merkt euch diesen Satz. Islam ist nicht, was Muslime tun, sondern was sie tun sollen. Satz Nummer 1. Islam ist nicht, was Muslime tun, sondern was sie tun sollen. Was sollen Muslime tun? Was ist unser Maßstab? Qala Allah, qala Rasulullah. Allah sagt, Koran, der Prophet a.s. sagt. Das ist unser Maßstab. Dies, liebe Geschwister, ist eine einfache Botschaft. Eine einfache, wichtige Botschaft, die wir in unser Hirn eingravieren müssen. Nächste Sache. Der Islam ist perfekt, aber der Muslim ist nicht perfekt. Beispiel: Du hast ein tolles Auto. Die neueste, ich habe keine Ahnung von Autos, das neueste Modell von Mercedes, aber der Fahrer setzt sich in den Wagen und fährt den Wagen zu Schrott. War es das Auto schuld? Nein. Das Auto war gut, aber der Fahrer war Schrott. Ja, genau, die ganze Welt macht Sinner und ja, Bruder, das ist ja auch das Krasse. Ja, dann sagt er, ja, meine ganzen türkischen Freunde, die feiern aber auch Weihnachten. Ach, da kommt kein anderer noch. Wer weiß, was die sonst so alles machen, deine Freunde? Wer weiß, was die sonst so alles machen? Junge, Junge, Junge. Islam ist nicht, was Muslime tun, sondern was sie tun sollen. Die meisten haben auch eine Freundin, oder? Oder? Ist es nicht so, die meisten jugendlichen Muslime, Türken, Araber, Albaner, keine Ahnung was, haben eine Freundin, oder? Wer geht denn von den Herren der Schöpfung, wer geht denn da noch als, ja, man sagt Jungfrau, aber ist eigentlich falsch, wer geht denn da noch in die Ehe ohne vorher bestimmte Erfahrungen mit Frauen gesammelt zu haben? Wer denn? Das war ja schon in meine. Komm, vergiss es. Bruder, guck mal, Bruder, dieser Hadith zum Beispiel ist sehr wichtig.
Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Wer ein Volk imitiert, so gehört er zu ihm. Da ist er übrigens auch drauf eingegangen, dieser Gelehrte. Ja, das hat was mit den religiösen Angelegenheiten zu tun. Ja, was ist denn Weihnachten? Guck mal, wie wir die Realität verbiegen. Guck mal, wie man die Realität verbiegt. Was ist denn Weihnachten? Was ist das denn? Was ist Weihnachten? Überall, wo du guckst, deshalb habe ich das gepostet, ein religiöses Fest. Dann kommt schon wieder irgendeine Ausrede. Ja, aber die meisten fast machen das ja nicht aus religiösen Sinne. Was ist denn dein Maßstab dafür, die meisten? Erstmal, wo ist deine Statistik dafür? Das ist dein Empfinden. Aber wir haben Beweise. Wir haben Beweise, dass das von der Kirche so angesetzt wurde. Da kommt der Nächste, sagt, ja, es ist ein heidnisches Fest. Ja, noch schlimmer. Wenn das so ist, noch schlimmer. Aber man kann das nicht sagen. Es hat heidnischen Ursprung und zeigt, wie verfälscht das Christentum ist. Das Weihnachtsfest ist ein ultimativer Beweis dafür, wie verfälscht das Christentum ist. Das muss man ganz klar sagen. Denn Jesus ist nicht am 24., ist nicht an Heiligabend geboren worden. So. Ist nicht im Winter geboren worden. So. Aber nochmal darauf zurückzukommen. So, das ist dann, ja, genau. Das ist kein religiöses Fest. So, okay, dann erkläre mir, ab wann ist ein religiöses Fest ein religiöses Fest? Ab wann? Das muss man mir dann erklären. Wenn du Weihnachten an den Kirchen vorbeifährst und guckst, sind alle Kirchen rappelvoll. Vielleicht nicht überall in Deutschland, aber das ist der Tag im Jahr, wo die Kirche voll ist. Ja, okay, aber wir feiern es ja dann nicht mit einem religiösen Hintergrund. Okay, alles klar. Dann geh doch in die Kirche und mach bei der Abendmahl mit. Und dann gehst du mit nach vorne und dann sagt der Priester, macht er bei dir ein Kreuz. Und dann sagt er, hier gebe ich dir das Brot, das ist der Leib Christi. Und hier der Wein. Und dann gibt er dir Traubensaft. Und das ist das Blut Christi. Gesegnet seist du. Und dann macht er dieses Kreuz auf die Bilder. Warum machst du das nicht? Und dann sagst du, ja, ich mache das ja nicht aus religiösen Gründen. Ich mache das nur, weil ich wollte gerne das Brot essen. Ich wollte gerne in die Kirche gehen, die Orgelmusik hören. Oder ich wollte gerne so Toleranz zeigen, dann bin ich mitgekommen. Ach ja, mein Freund, der ist mal mit in die Moschee gegangen, dann bin ich mit in die Kirche gegangen, habe Halleluja gesungen. Wie weit führt das dann? Guck mal. Und deswegen, der Prophet a.s., und das müsst ihr euch merken, hat immer die Wege zum Schirk versperrt. Bilderverbot. Wie zum Beispiel, dass man keine Skulpturen machen kann. Warum? Weil der erste Schirk in der Umma, wie ist der gekommen? Der erste Schirk in der Umma, wie ist zu diesem Schirk gekommen? In der Welt. Er war vom Volk von Nuh a.s. Diese Leute, da gab es fünf rechtschaffene Männer. Wad'un, Wasua'un, Wayaruth, Wayauk, Wanasr. Fünf rechtschaffene Leute. Als die gestorben sind, kam der Scheitan zu dem Volk von Nuh, also, und sagte, also die Vorfahren, und sagte, macht euch doch Skulpturen von denen, dort, wo sie gesessen haben. Und dann erinnern euch diese Bilder immer, was sie für rechtschaffende Leute waren, die Allah angebetet haben. Boah, gute Idee, ja. Lass uns das machen. Haben sie Bilder gemacht. Dann ging das Schritt für Schritt weiter. Generation weiter. Dann haben sie an diesen Bildern, gesagt, ja, wenn wir das an den Bildern machen, dann wird das Dua vielleicht, das Bittgebet vielleicht eher angenommen, bis sie die Dua diesen rechtschaffenen heiligen Menschen gewidmet haben. Deswegen sagte der Prophet, man soll die Gräber nicht hochmachen. Warum? Weil dann vielleicht die Gräber irgendwann mal angebetet werden. So, welchen Weg gehen wir, wenn wir diese ersten Schritte gehen? Heute ist es der Weihnachtsbaum, der wird noch nicht angebetet. Morgen gehen sie mit in die Kirche, ja, sie singen nur mit. Übermorgen machen sie beim Abendmahl mit. Der Scheitan geht Stufe zu Stufe in die Generationen. Welche Garantie hast du, dass deine Urenkelkinder noch Muslime sind?
Natürlich nicht. Man darf nur unter bestimmten Bedingungen als Mann eine Frau von Ahlul Kitab, Jüdin oder Christin, heiraten. Und ich würde davon abraten. Ganz klar und deutlich. Ich meine, Leute, guck mal. Was ist unser Ziel im Leben? Was ist unser Ziel im Leben? Unser Ziel ist, Allah näher zu kommen. So. Es kann mir kein Mensch erzählen. Kein Mensch kann es mir. Kann, so. Natürlich, es gibt bestimmte Situationen, wo jetzt jemand beispielsweise eine Jüdin oder Christin heiratet. Aber guck mal, die Musliminnen hier können keinen Juden oder Christen heiraten. Und deswegen gerade in Deutschland sollte man sich eine muslimische Frau suchen. Hübsche Frauen gibt es in allen Ländern und in allen Religionen. Das hat jetzt nichts mit der Religion zu tun, ob eine Frau hübsch aussieht oder nicht. Das hat ja damit nichts zu tun. So. Da habe ich, vielleicht gibt es diesen Hadith, aber ich mit goldenen Berg, aber da fällt mir jetzt nichts ein. Hat Habib einen guten Einfluss auf die Muslime oder einen schlechten, weil er Haram-Sportart ausübt? Bruder, es gibt bestimmt sehr, sehr viele, die sagen würden, das ist ein negativer Einfluss. Das gibt es bestimmt sehr, sehr viele, die diese Meinung haben. Aber ehrlich gesagt, ich schaue tiefer, oder ich bilde es mir zumindest ein, dass ich etwas tiefer in diese Materie reinschaue. Ja. Wir sind eine Umma, die unter schweren Minderwertigkeitskomplexen leidet. Ja. Und wenn dann auf einmal jemand auftritt, in dieser heutigen Zeit stark ist und zeigt, dass er durch seine Anstrengung etwas erreichen kann und trotzdem zum Namen von Allah steht, wie auch mit diesem Bild von Macron und so weiter. Oder ich denke, dass er eher einen positiven als einen negativen Einfluss hat. Ich denke, dass er eher einen positiven als einen negativen Einfluss hat. Das ist meine persönliche Meinung und bestimmt gibt es viele, die da eine andere Meinung haben und ich respektiere die Meinung von denen. Das mit frohes Neues habe ich schon gesagt, da kannst du später nochmal nachgucken. Meinung zu Abu Bara, man kann eine Menge lernen von ihm, ja klar. Abu Bara ist, mashallah, sehr gut. Abu Hamza ist, wie ist deine Meinung zu Pierre Vogel, dem Prediger? Mashallah, Bruder, mashallah. Sehr gut, mashallah. Pierre Vogel, Abu Radi, die stabilsten Prediger in Deutschland. Ich habe, als ich bei der Beerdigung gewesen bin, da meinte einer zu mir, ich schaue nur dich und Abu Bara, subhanallah. Ja, möge Allah den Bruder segnen. Geldverschwendung, ja, das stimmt auch für Böller, ja. Gut, meine lieben Geschwister, ich wünsche euch auf jeden Fall was. Mensch, das habe ich jetzt schon gesagt mit Abu Bara. Boah, hier, boah, was ist denn hier los, ey? Hier sind hier Kommentare ohne Ende. Boah! Ich habe so runtergescrollt. Leute, ich kann nicht mehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.